Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kamechanik Simulator 2015. Mein Name ist Uwein100 und ich habe gerade absolut keinen Plan, die wievielte Folge das hier ist, also bitte entschuldige mich. Und ich höre mich vielleicht etwas anders an, das liegt an meinem neuen Aufnahmeprogramm für diejenigen, die mein ETS2-Projekt nicht verfolgen. Die wissen das ja noch gar nicht. Ich nehme jetzt gerade aktuell mit OBS Studio auf, aus einem ganz einfachen Grund. Das Programm erspart mir das mühselige Rendern. Also was heißt mühselige Rendern? Das einzig Blöde am Rendern ist ja eigentlich, dass es so viel Zeit frisst. Ich nehme jetzt also mit OBS Studio auf und meine Stimme klingt jetzt ein bisschen anders, weil ich auch direkt meine Stimme damit aufnehme, was bedeutet, dass ich meine Audiospur sozusagen nicht mehr nachbearbeite. Ein Vorteil hat dieses Programm noch neben den, Rendern sozusagen. Ich habe hier eine Taste, mit der ich mein Mikrofon stumm machen kann. Das heißt, wenn ich mal husten sollte oder so ein Scheiß, wie jetzt zum Beispiel. Dann kann ich das Ding einfach auf stumm stellen, was sehr, sehr praktisch ist, denn ich bin im Moment noch erkältet. Also, ich habe es geschafft, vor ein paar Tagen mal wieder ETS2 aufzunehmen, nach einer Woche oder sowas. Und habe dann auch gemerkt, ich bin ziemlich schnell außer Reserve gekommen. Außer Reserve gekommen? Nein, ich meinte, ich hatte nichts mehr auf Reserve. So meinte ich das eigentlich. Absolut keine Videos mehr, auch nicht mehr von CMS. So heißt das ja eigentlich, Kamechanik-Simulator, ne? Die Abkürzung CMS. Und jetzt geht es mir mittlerweile so gut, dass ich wenigstens wieder reden kann. Ich habe ab und zu noch mal so Hustattacken und so, deswegen habe ich gerade auch einen Bonbon in der Schnauze drinne. Deshalb nicht wundern, weshalb ich vielleicht mal ein bisschen komisch rede, so ungefähr. Ihr kennt das ja. Auf jeden Fall, diese Bonbons, die tun mir gerade unheimlich gut und mir fällt das schwer, mittlerweile irgendwie ohne Bonbons rauszugehen, weil Halsschmerzen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Auch gerade vom Husten her, das unterdrückt meinen Husten und das ist das Beste daran. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich muss heute mal wieder aufnehmen, weil ich sonst einfach nichts übers Wochenende habe. Das Wochenende ist nah, wir haben heute Donnerstag, den 2.2. Oh, meine Schwester hat Geburtstag. Herzliche Glückwünsche. Ja, genau, herzliche Glückwünsche. Ja, Hashtag Geburtstag. Ne, Happy Birthday oder sowas. Schreibt es mal in die Kommentare, weil ihr auch Bock drauf habt. Dann sage ich ihr Bescheid, sie soll das mal gucken. Und sich die Kommentare angucken. Auf jeden Fall, wie jetzt, wie dem auch sei. Wir fangen jetzt hier an mit dem Maserati Sebring, habe ich mir gedacht. Der ist soweit vorbereitet. Wir haben hier schon das Fahrwerk fertig gemacht und die Bremsen soweit. Das heißt, wir können direkt mit dem Motor starten. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, mich auf stumm zu schalten. Ist ja auch egal. Wir werden hier einen reinen Sechszylinder einbauen, Single Overhead Camshaft. Was an diesem Motor nicht ganz richtig ist. Also, ich werde euch gleich zeigen, warum. Das ist nämlich ein ziemlich interessanter Motor, finde ich. Wenn man jetzt schon hier ganz genau sieht, dann sieht man, dass wir, dass er fast aufgebaut worden ist wie ein V6. Die Zylinder liegen zwar hintereinander, wir haben aber trotzdem zwei Nockenwellen. Obwohl hier eigentlich nur eine steht, ne? Single Overhead Camshaft. Wir haben aber zwei. Wir gucken uns das gleich genau an. 255 PS. Und so, jetzt muss ich gerade nochmal husten. So, und wir werden jetzt anfangen hier. Motorblock einbauen. Dankeschön. Dann haben wir die süße kleine Wasserpumpe. Die ist wirklich süß. So, Wasserpumpe in die Scheibe. Lichtmaschine nicht vergessen. Ich glaube, an diesem Fahrzeug haben wir keine Servo. Das sieht so aus, als hätten wir hier keine Servo. Ne, hier haben wir nämlich keine Servo-Lenkungspumpe. Batterie können wir auch schon mal gleich einbauen. Und die Zündspulen auch. Hier haben wir zwei Stück. Den Kraftstofffilter. Den Bremskraftverstärker können wir auch schon mal reinmachen. Der behindert uns ja nicht wirklich. So, dann gehen wir mal unter das Auto und setzen die Kurbelwelle ein. So, jetzt ist gerade mein rechtes Ohr aufgegangen. Ich hasse das, wenn man erkältet ist und die Ohren gehen auf. Manchmal tut es ganz schön weh. Ich habe auch jedes Mal, ich weiß nicht warum, aber ich war vor ein paar Jahren mal sehr stark erkältet. Und seitdem habe ich immer Probleme mit meinen Ohren. Ich bekomme immer wieder, wenn ich erkältet bin, auch eine Mittelohrentzündung. Also, ich habe keine Ahnung. Das ist aber schon ein bisschen schmerzhaft manchmal. Ich finde das nicht so geil, aber dann muss ich halt jetzt eben leben.
So, übrigens ist das gerade mein zweiter Aufnahmeversuch. Oh, hier den Luftfilter können wir auch schon mal. Hosenrohr können wir auch schon mal reinmachen. Mein zweiter Aufnahmeversuch, das liegt jetzt aber nicht an dem Programm. Das lag jetzt eher daran, dass ich habe gerade eben schon mal 3 Minuten aufgenommen gehabt. Hab dann aber mittendrin in dieser Aufnahme einen heftigen Hustenabfall gekriegt schon wieder. Also da war gar nichts mehr zu retten. Da war ich glaube, 5 Minuten lang gemutet und hab mir dann gedacht, oh, das bringt jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht. Eigentlich würde ich es auch lieber so machen, dass ich mir einfach, dass ich die ganze Zeit nichts aufnehme, ja, und mich erstmal direkt auskuriere, weil, ich weiß nicht, ich habe das jetzt seit 1,5 Wochen, fast 2 Wochen oder sowas und es wird irgendwie nicht so richtig besser. Also, es ist jetzt schon besser geworden. Also am Wochenende zum Beispiel habe ich mich noch schlimmer gefühlt. Am Samstag habe ich gedacht, ich werde sterben, weil, keine Ahnung, also Männergrippe und so, ne, das war heftig, wirklich. Also, ich fand das schlimm. Konnte auch kaum schlafen, wie gesagt, habe auch kaum geschlafen und so weiter und so fort. Ich war richtig am Arsch. Aber so richtig. Und es ist jetzt mittlerweile wieder besser. Das Einzige, was nicht verschwinden will, ist dieser Husten irgendwie. Dieser Reizhusten. So. Jetzt ist der Pleuel. Sind die Pleuel drin. Jetzt kann man auch nochmal hier den Anlasser machen. Und nochmal unter das Auto. Und dann zeige ich euch gleich, was an diesem Motor so besonders ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, schon mal vorweg, ich habe mit solchen Motoren absolut noch gar keine Erfahrung gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es auch sowas gibt und so weiter und so fort. Deswegen kann ich jetzt eigentlich zum technischen Part so oder zum technischen Verständnis gar nicht so viel beitragen, weil, ja, ich das vorher noch nie gesehen habe. Und ich brauche mal ganz kurz eine Sekunde, einen Moment. So, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Wir haben hier die Kurbelwelle, hier haben wir den Motorblock, da drin sind die Zylinder bzw. die Pleuel mit den Kolben und jetzt machen wir mal den Zylinderkopf drauf, den ich zuerst mal kaufen muss. So, Performance Shop, Zylinderkopf, was habe ich denn hier geschrieben, verdammt nochmal. So, das liegt daran, dass, hier Sebring. Das liegt daran, dass das Mikrofon so ein bisschen im Weg ist. So. Und jetzt sehen wir das Besondere auch schon. Und zwar, wir haben, wie gesagt, einen Reihen 6-Zylinder. 6 Zylinder haben aber trotzdem insgesamt 12 Zündkerzen. Das heißt, wir haben pro Zylinder 2 Zündkerzen und haben sogar 2 Nockenwellen in V-Ausrichtung irgendwie. Also, wir haben also 4 Ventile pro Zylinder. Und, 2 Zündkerzen pro Zylinder und wie gesagt, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich wusste, dass es Motoren gibt, die 2 Zündkerzen pro Zylinder haben. Habe ich zum Beispiel mal gehört, ich glaube, der V8-Motor von einer Mercedes M-Klasse, also hier diese SUV-Dinger. Ich glaube, das hatte ich auch mal erzählt gehabt, dass die solche Motoren haben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das irgendwelche besonderen Vorteile hat oder so weiter. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so in dieser Branche unterwegs. Also ich kenne mich so ein bisschen mit den Motoren aus, mit der Funktionsweise und so. Aber das ist mehr so Basiswissen, das ist mehr so Grundwissen. Also ich bin kein gelernter Kfz-ler oder sowas. Deshalb, für diejenigen, die sich ein bisschen mehr damit auskennen, wo ist denn hier der Vorteil jetzt bei diesem Motor? Also ich meine, 4 Ventile, okay, 4 Ventile. Ist schon mal gut. Wir haben 2 Nockenwellen. Warum ist das aber dann trotzdem ein Single-Overhead-Camshaft? Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Weil wir haben ja 2 Nockenwellen, ne? 2 Camshafts hier. Und wenn das jetzt wieder so aufgebaut wäre, dass das hier von wegen Ventilstoßstangen wären und dann hier eine einzige Nockenwelle drin wäre, die das Ganze steuert, dann wäre das ein bisschen was anderes. So, genau. Die müssen wir zuerst kaufen jetzt. Nockenwellen. Willst du mich verarschen? Moment mal. Ach, ich habe im Plural eingegeben, ne? Nockenwellen habe ich reingemacht. Ja, das war ein bisschen falsch. Okay, ich habe meinen Fehler erkannt. Tut mir leid. So, manchmal passiert sowas halt. Dann machen wir die mal rein. Dann hier die Zahnräder. Und wir haben hier eine Steuerkette. Die müssen wir jetzt aber auch erstmal kaufen. Ich weiß nämlich gerade von der vorherigen Aufnahme, dass wir diese nicht haben.
Jetzt habe ich wieder vergessen, mich zu muten. So. Haha. Diesmal habe ich nicht vergessen. So, wir brauchen hier diese Lagerdeckel. Davon brauchen wir einige. Ich glaube insgesamt 10 Stück oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh je, sogar 14 Stück. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, aber wie gesagt, ich finde diesen Motor sehr interessant. Rein 6 Zylinder, aber dennoch ein Zylinderkopf wie, ein V-Motor. Das ist schon sehr interessant, finde ich. Machen wir einen Lagerdeckel für den i6. Keine Ahnung, wie viel wir jetzt davon noch brauchen. Ich kaufe mal ein paar. So. Ja, ist ja ekelhaft. Tut mir leid. Tut mir leid für diese unangenehmen Geräusche. Ich hoffe übrigens, dass das mit dem Sound passt. Das Problem ist, ich kann meine Audiospuren nicht nachbearbeiten. Das heißt, wenn das Spiel zu laut sein sollte, dann tut mir das leid. Ich werde das natürlich dann in Zukunft wieder ändern. Ja, ich werde das dann... Ich habe eine Testaufnahme gemacht und das war okay, aber ihr müsst mir dann ein bisschen Feedback geben, falls etwas nicht in Ordnung sein sollte, wie zum Beispiel Ingame-Sound zu laut, dann müsst ihr mir sagen, weil wenn ihr nichts sagt, dann bin ich der Meinung, dass ich es auch nicht ändern muss oder verbessern muss oder wie auch immer. So, Moment mal, wir haben hier noch ein Zahnrädchen, ein Kettenrad. Ein Kettenrad für den i6 kostet ganze 40 Euro, das kleine Ding. So, genau, dann können wir nämlich das Steuergehäuse... Oh, das habe ich nicht. Steuergehäuse. Steuer. Ups. Steuergehäuse für den Sebring. Wunderbar. Mit gerade mal zwei kleinen Schräubchen. Drei kleinen Schräubchen. So, dann haben wir hier die Kurbelwellen, Riemenscheiben. Moment mal. Achso. Passt. Okay. Dann haben wir noch einen Keilrippenriemen. Dann haben wir noch einen. Auf der anderen Seite brauchen wir jetzt noch die Zündspule, beziehungsweise den Zündverteiler. Also die Zündspulen haben wir ja schon. Nein, Moment mal. Nein, das wollte ich nicht. Zündverteilläufer, Zündverteilerläufer raus. Wir wollen ja das Performance-Teil haben. Wenn schon, denn schon, ne, meine lieben Freunde. So, wir brauchen hier bestimmt auch wieder Klammern. Ich hoffe, zwei Stück reichen. So, ja, dann können wir schon mal den Lüfter auch mal draufsetzen. Abbrechen, hallo. So, wir werden den hier brauchen. So, bei wie vielen Minuten bin ich jetzt? 12, beziehungsweise 13 gleich. Ah, hallo. Was ist mit der Schraube spinnt hier ein bisschen. Einen Kühler setzen wir auch schon mal gleich rein. So, dann brauchen wir hier noch die Querstromvergaser. 3 Stück brauchen wir an der Zahl. So, das hier sind Vergaser, die sind halt quer zum Motorblock bzw. zum Zylinderkopf ausgerichtet und nicht obendrauf liegend, wie es halt im klassischen Falle ist. Zum Beispiel an meinem privaten Fahrzeug, ein Honda Accord aus dem Baujahr 91. Zum Beispiel genauso. Ich habe da auch einen Vierzylinder drin, auch mit Vergaser, nicht mit Direkteinspritzung. Ja, mittlerweile baut man eigentlich nur noch Common Rail Systeme ein, also Direkteinspritzungssysteme. Einmal der größte Grund ist, denke ich mal, Spritsparen. Und der zweite Grund ist natürlich Schadstoffnorm. So, wir haben sogar die Ventildeckel, das ist ja super. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon, dass wir größtenteils alles an Performance-Teile eingebaut haben. Ich hoffe es doch sehr. Kupplung und so weiter, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet gehabt jetzt. Aber ich glaube, das ist jetzt in Ordnung. So, Zündkabel. Ich weiß nicht, warum ich so viele davon gekauft habe. Wir werden den Sebring eh nur einmal bauen, aber ist ja auch wurscht. Einen Moment. So, diese Hustattacken sind schon manchmal sehr, sehr übel. Echt, das ist scheiße. Richtig, richtig scheiße. Aber der Motor ist fertig. Jetzt werden wir mal gucken, was für Felgen wir uns da holen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, aber ich glaube, ich kann gar keine anderen Felgen auf dieses Auto bauen.
Moment mal, ich muss mal gucken, was ich so im Inventar habe. Jetzt muss das Spiel erstmal laden, weil ich halt so viele Teile gerade drin habe. Ich kann hier aber diese Standardteile kann ich verkaufen, den brauche ich nicht. So. Ja, ganz viel haben wir hier noch. Ja, ich weiß, ich habe mal übertrieben hier mit dem Kaufen. So, warte mal einmal. Zündkäbelchen für den Sebring können wir verkaufen. Hatte ich nicht mehr für den Sebring? Ich hatte doch 4. Also müsste ich jetzt noch einen haben, oder? Naja, vielleicht finden wir den noch. So. Ich weiß auch nicht, wieso ich 2-mal für einen Stradale geholt habe. Wir werden den eh nur einmal bauen. Also, ich weiß nicht, was mir da einmal in den Sinn gekommen ist, dass ich so viele Teile auf einmal gekauft habe. Hier zum Beispiel Sebring. Werde ich nicht mehr brauchen. Sebring werde ich nicht mehr brauchen. Ist jetzt aber auch erstmal egal. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich noch andere Felgen zur Verfügung habe. Oh doch, Moment mal. Ich habe hier noch Basisfelgen. Und die Sebring-Felgen. Noch eine Sebring-Felge. Ich glaube, ich kann auf dieses Auto nur Sebring-Felgen verbauen, so wie es aussieht. Ich werde es jetzt mal so machen. Ich werde trotzdem mal eben ganz kurz schöne Felgen kaufen gehen. Einfach willkürlich irgendwelche. Geld haben wir ja genug. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und es funktioniert nicht. Das heißt, hier gehen tatsächlich nur Sebring-Felgen drauf auf diesen Karren. Ist jetzt nicht allzu schlimm, finde ich. Die haben wenigstens eine schöne Radnabenabdeckung. So. Und ich hoffe, dass jetzt alle Teile auch dann verbaut sind. Ich hoffe nicht, dass mir irgendwie eine Lagerbuchse fehlt oder so. Natürlich müssen wir noch die Karosserie machen. Und ich weiß jetzt auch nicht, was für Reifen ich hier drauf ziehen soll. Aber ich glaube, es sollten mindestens Sportreifen sein, weil er wird ja ein bisschen mehr Leistung haben. Wie viel genau, das sehen wir dann gleich. So. Sebring. Okay, für einen Sebring gibt es gar nichts an Tuning. Dann können wir ja hier getrost die Standardteile kaufen. Ohne irgendwie Angst zu haben, dass wir was verpassen werden. Huch, das wollte ich eigentlich gar nicht. Huch. Motorhaube bei diesem Fahrzeug geht nach vorne auf. Wie wir unschwer erkennen konnten. So, wie gesagt, falls sich jemand zufällig von euch sich sehr mit Motoren und so weiter auskennen sollte, sagt mir doch mal bitte, warum oder was für einen Vorteil es hat, wenn man einen reinen Sechszylinder hat, aber trotzdem einen Zylinderkopf in V-Form, mehr oder weniger. Weil gut 4 Ventile, ne, dementsprechend ein bisschen mehr Leistung. Aber warum 2 Zündkerzen? Also ich kenne das mit den 2 Zündkerzen einfach nicht. Ich raff das nicht so. Wie gesagt, ich kenne mich auch einfach nicht so gut aus. Ist das auch leistungssteigernd? Also ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. So, diesen Sebring. Maserati Sebring. Wenn ich jetzt an alte Autos denke, also klassisch anmutende Fahrzeuge, wenn ich so ein Auto besitzen würde und ich würde es restaurieren, in welcher Farbe würde ich es dann lackieren? Das ist jetzt gerade für mich sehr, sehr schwierig irgendwie. Aber ich glaube, ich weiß nicht warum, aber der Innenraum ist ja so beige, so cremefarben. Und ich glaube, ich könnte mir so ein British Racing Green ganz gut vorstellen. Ja, wie sieht denn jetzt hier British Racing Green aus? Das ist jetzt natürlich supi. Ich glaube, British Racing Green ist noch ein klein wenig dunkler. Das ist mir noch nicht grün genug. Das ist schon etwas anders. Wisst ihr was? Ich werde es jetzt einfach mal in dunkelgrün lackieren. Ja. Ich habe schon mal schönere Autos gesehen. So, musste gerade wieder husten. Tut mir leid. Ich weiß nicht, das kommt irgendwie nicht so dunkel rüber, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ist ja jetzt auch erstmal wurscht.
Wir müssen mit diesem Grün ja eigentlich auch nicht lange leben, weil wir das Auto ja gleich wieder verkaufen werden. Zuerst stelle ich es aber trotzdem nochmal auf den Wagenheber, weil wir müssen erstens noch Öl einfüllen und zweitens einen Tire-Swap machen. Ich möchte ja andere Reifen auf das Auto ziehen. So, aber erstmal Öl rein. So, nochmal schnell abgehustet. Ich hasse Husten. Also es gibt nichts, das mich im Moment mehr nervt als Husten. Muss ich wirklich zugeben. Und ich finde, der Motor ist eine absolute Schönheit. Ist eine absolute Schönheit. Ja, das Fahrzeug an sich. Also das Fahrzeug an sich ja, aber die Lackierung ist jetzt nicht so geil. Aber ich werde es trotzdem mal so lassen. 1500 Euro hat das jetzt gekostet. Deshalb werde ich da jetzt nicht mehr großartig rummachen. So, und ich würde mal sagen, wir ziehen mal die Rennreifen Plus auf, weil ich habe nämlich keine Ahnung. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wie viel Leistung das Teil bringt. So. Nam, nam, nam. Ist ja auch egal. Jetzt haben wir halt Sportreifen Plus. Was? Rennreifen Plus drauf. 255 PS hatte das Fahrzeug. Wir sind jetzt bei 419 PS. Wahnsinn. So, und wir haben Vergaser drin. Das heißt, wir werden hier ein Vergaser-Tuning starten. Ich hoffe, dass ich ein gutes Mischverhältnis hier rausbekomme. Ich tue mich ja mit diesem Diagramm irgendwie immer so schwer. Ich weiß auch nicht warum. So, ich werde es jetzt einfach mal so probieren. Okay. Okay. Nein, nein, irgendwie wird das. Moment mal. Ich bin in sowas absolut schlecht. So 4%, aber ist ein nicht so geiles Verhältnis. Ich muss mir mal ein Tutorial hier angucken, Alter. Ich bin, was das hier angeht, echt angemessenes Verhältnis, 8%. Okay. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt aber das Diagramm so sehe, in dieser gelben Farbe, gefällt mir das ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich bin mir sicher, man kriegt bestimmt noch ein anderes Verhältnis hin. Viel besseres wahrscheinlich noch. Aber ich werde nicht so richtig schlau aus dem Teil. So, 20 PS haben wir also jetzt noch rausgeholt. 439 PS. Und damit schon ordentlich an Leistung gewonnen. Also wenn wir mal überlegen, 255 hat das Teil eigentlich. Und jetzt 439. Holla die Waldfee. Echt holla die Waldfee. So, dann nochmal ganz kurz einen Dragstrip befahren mit diesem Karren. Und ich bin, oh, ich bin schon bei 23 Minuten. Ich trinke mal eben ganz kurz was. Ich glaube nicht, dass ich zum Trinken mein Mikrofon muten muss, oder? Okay, meine Audio schlägt schon ein bisschen aus. Also es kann schon sein, dass man das relativ gut hört. Vor allem, wenn ich ans Mikrofon schlage, dann noch ein bisschen eher. So, wollen wir mal. Also ich finde den Sound schon mal geil. Ey, der zieht ordentlich weg, aber ey, wir haben auf fast 440 PS. Von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. Hätten wir vielleicht sogar noch schneller schaffen können, wenn ich nicht so schlecht im Schalten wäre. Wir haben nur 5 Gänge. Wahnsinn. Eine Viertelmeile in 13,4 Sekunden. Naja, fast 13,5. Den kompletten Kilometer in 24,4 Sekunden. Ich habe jetzt nicht ganz genau auf die Endgeschwindigkeit geachtet, aber es waren auf jeden Fall über 200 km/h. 5 Ganggetriebe. Ja, für so ein altes Auto nicht schlecht, aber ich glaube, das hätte besser gehen können. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die Leistung, naja, mehr Drehmoment entwickelt wie, ich sag jetzt mal Geschwindigkeit. Also vielleicht, ich weiß auch nicht, wie viel Hubraumnetz das Fahrzeug hat oder so, also ich kann ja auch nur schätzen, aber bei 6 Zylindern, also ich würde man schon sagen, dass er mehr als 3 Liter Hubraum hat.
Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht kann jemand von euch bei Wikipedia mal vorbeigucken, was der Maserati Sebring so für Reihensechszylinder hatte, in was für eine Größenordnung. Ich kann jetzt auch nur schätzen, ich kenne mich ja nicht so gut aus, wie gesagt. Jetzt muss ich mich nochmal kurz hier in Pose stellen für ein tolles Thumbnail. Ich glaube, das werde ich so machen. Scheiße, jetzt habe ich mein anderes Programm nicht offen, weil sonst hätte ich das jetzt sofort machen können. Aber ist ja auch nicht so wild. Ja, jetzt nur verkaufen für 91.812 Euro. Und ja, ich hoffe, der neue Besitzer wird ganz glücklich mit dir. Und das nächste Mal, meine lieben Freunde, werden wir uns um den DMC DeLorean kümmern. Wir haben jetzt in unserer Garage noch ganz viele andere Autos, die wir ja das letzte Mal oder so, vorletztes Mal gekauft haben. Ich sehe jetzt aber gerade, dass uns noch zwei Standardfahrzeuge, also ich meine mit Standardfahrzeuge, Fahrzeuge ohne DLC, also nicht DLC-Fahrzeuge, sondern es halt wirklich ganz normale Standardfahrzeuge fehlen. Und zwar der Castor Earthquake Rex und der Delray Imperator. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, die offscreen zu kaufen, weil ich nicht viel Geld hatte. Also wir hatten jetzt, glaube ich, nur 30.000 Euro oder sowas. Damit kann man, glaube ich, nicht zwei Autos kaufen. Vor allem nicht so große, sag ich jetzt mal. Der Delray Imperator und der Castor Earthquake Rex, das sind beides V8 angetriebene Autos. Also von dem her werden die wahrscheinlich mehr als zusammen, also zusammen mehr als 30.000 Euro kosten. Deshalb habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht. Ich werde es jetzt auch erstmal so machen. Ich werde noch den DMC DeLorean machen das nächste Mal mit euch. Das werde ich übrigens dann komplett neu machen, also mit Fahrwerk und so weiter. Ich weiß nicht mehr ganz genau warum, aber ich glaube, bei dem war das Fahrwerk ein bisschen anders als sonst. Als ich den auseinandergenommen habe, dachte ich mir nämlich, Fahrwerk mache ich mit den anderen zusammen. Wobei ich mir absolut gar nicht mehr sicher bin, warum. Ehrlich gesagt, ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. So, hier diese Motorabdeckung kann ich übrigens nicht abnehmen. Die ist halt so da. Das ist ein Heckmotor V6. Interessantes Ding und ich finde auch ein sehr klassisches. Also, ne? Retro-Charme. Aus den 80ern kommt das Teil. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf das nächste Mal, wenn wir dann den DeLorean Baron. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Habe ich das schon mal gesagt? Keine Ahnung, ist auch egal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.